Ein herzliches Hallo an alle Überlebenden da draußen. Ich hoffe, ihr seid noch da und habt eure Basis noch. Könnte ja durchaus sein, dass diese mittlerweile wieder geplündert worden ist. Erzählt mal, habt ihr dort wirklich euch den Plünderern schon angeschlossen oder was ist da passiert? Ich habe die jetzt zum zweiten Mal schon weggeklickt, in der Regel kommen die aber eigentlich täglich wieder und stehen dann eigentlich auch hier immer an dieser Position, wo der Heiler steht. Aktuell zwar noch nicht, aber vielleicht ist die Zeit auch einfach noch nicht rum. Kann ich an dieser Stelle schlecht sagen. Ansonsten, ja, ich habe eigentlich nur gefarmt, sagen wir mal so. Ich habe ein bisschen versucht, die Base nochmal, naja, Verteidigung kann man da auch nicht so sagen, aber zumindest versucht hier den Baum fertig zu kriegen, den kriegen wir auch fertig. Weihnachten ist zwar vorbei, aber Hauptsache wir haben den Baum. Und zwar hier mit den drei Lichterketten. So, dann ist das Ding nämlich fertig. Und erstrahlt uns vielleicht im neuen Platz. Zack. Na Mensch, sieht das nicht toll aus? Hey, was haben wir hier da drin? Coupons und noch ein bisschen was. Das ist doch schön. Zumindest mal eine neue Waffe, weil die alte war jetzt nicht so berauschend, die ich hatte hier. Gut, da haben wir zumindest mal den Baum abgeschlossen. Das glänzt doch hier froh umher. Das freut mich sehr. Und ja, was gibt's sonst Neues? Wir haben hier natürlich nach wie vor, jetzt bin ich dabei, hier Bretter und all den Stuff zu produzieren, um natürlich die Basis auch ein bisschen effektiver zu machen, aber natürlich auch hier Dinge zu verarbeiten, weil ich habe wirklich Unmengen an diesem Aluminiumdraht, wie man sieht. Das ist alles so gefährlich, wenn es weg kann. Ich habe ein bisschen aufgeräumt, ich habe versucht, auch wenn ich weiß, dass es nicht viel bringt, die Werkbank voranzutreiben. Hier fehlen also nur noch die großen Truhen, ein paar Aluminiumplatten und die Stahlplatten, beziehungsweise noch unten die anderen Dinger. Ich habe hier ein bisschen was reingesteckt und ein bisschen was fertig machen können, wie das ATV-Rad, wie den Draht, wie die Kugellager. Ja, siehst du, ein bisschen dicken Stoff könnte ich da auch noch reinjagen. Das ist nicht das Problem. Machen wir, was haben wir jetzt hier eigentlich noch alles drin? Ich glaube, recht viel Zeug, auch das liegt hier alles drüben. Was hier für Weihnachten und so ist, was man so aber glaube ich auch nicht mehr richtig los wird. Wobei, ich muss mal gucken. Kann man damit was anfangen hier? Ne. Ja. Gut, ist dann eben so. Zumindest haben wir hier nochmal einen Stick voll, das ist gut. Ah, hier die, das können wir hier gleich reinjagen. Noch ein paar, ein Schräubchen. Ach, hier Gummiteile auch in einem ATV-Ding. Ja, was weg ist, ist weg. Und kann auch nicht mehr geklaut werden, muss man dazu ja dann auch sagen. Ja. So viel also dazu. Ein bisschen gefarmt heißt also hauptsächlich auch diesen Holz und sowas, um hier auch da weiter voranzukommen. Dann wichtig auch hier Nahrung. Hab den Bunker, zumindest den die Ebene 2 gemacht. Das war sehr erquickend, weil es nicht viel gab. Ich habe nur 4 rote Coupons, das war ein bisschen doof. So. Wir gehen aber da auch nochmal hin und machen da natürlich ein bisschen weiter. So, hier haben wir nochmal Stuff zum Verbrennen und hier würde ich jetzt gerne mal was kochen. Ja, dann haben wir hier natürlich jede Menge Holz, was uns hier auch weiterbringen dürfte. So, eine Waffe, ein bisschen Nahrung.
Können wir hier auf jeden Fall 20 reinkloppen. Hier haben wir kein Material mehr, da müssten wir mal schauen. Ich glaube, hier haben wir ein bisschen was. Rein damit, sollte auch eine Weile halten. Ja, so, sodass wir mal die Kohle hier zwischenlagern können. Ja, wir nehmen mal, was gibt es sonst Neues? Hier ist, habe ich das fertig gemacht. Hier fehlen mir noch diese Pleuelstangen. Schräubchen, das wäre jetzt auch nicht der Hit. Aber die Schaltkreise fehlen und die Stahlplatten auch. Das heißt, eigentlich ist nach wie vor das Ziel auch im Bunker, endlich diesen Schoppertank zu kriegen, um ein bisschen schneller auch die. Gibt es hier eigentlich Neuigkeiten? Nee. Um ja auch unbedingt voranzukommen im Hinblick auf. Die Shopper. Ich habe zwischendurch auch ein paar Kisten geöffnet, was leider ohne Erfolg blieb. Aber nichtsdestotrotz werden wir heute mal hier was versuchen. Und zwar nehmen wir mal den Stab der Vernichtung hier mit. Wir nehmen noch eine AK mit, wir nehmen noch eine Pistole mit und wir nehmen auch noch die Pistole mit. Und wir nehmen noch das hier mit. Das lassen wir mal hier und wir nehmen nochmal die Pistole mit. So, und wenn wir jetzt nämlich auch die gelben Tickets da öffnen, dann müsste man da auch ein bisschen was finden. Wie gesagt, ich habe ein bisschen versucht, hier Zeug loszuwerden, weil es ist einfach zu viel. Und meine Angst ist dann wirklich, glauben die das, wobei ich natürlich auch Truhen habe, die hier echt gefährlich sind. Wobei, das wollte ich hier oben austesten. Genau. Und dann schauen wir mal, wie weit wir hier hochkommen. Also hier sind wirklich auch coole Waffen mit dabei, die wir ruhig mal von Nummer 2 austesten können. Ja, wie gesagt, teilt mir ruhig mit, was habt ihr erlebt? Habt ihr schon geplündert? Wurdet ihr schon geplündert? Wie gesagt, ich habe da noch so meine Befürchtungen, deswegen hat es mich noch nicht gereizt, dort zuzusagen. Ne? Zumal, wenn die Basis verteidigen, man müsste 100 Stacheldinger da an der Seite platzieren. Alleine der Aufwand ist schon immens. Ich kann die Wände nicht mehr groß dicker machen, weil mir einfach das Material dafür fehlt. Das hätte man wirklich früher machen müssen, wo das noch relativ kostengünstig war. Habe ich nicht, schade. Von daher dann mit den Zombie-Angriffen fallen die auch wieder weg. Es ist tricky und schwer, muss man an dieser Stelle wirklich so sagen. Aber ich will auch nicht euch hier die Ohren vorjammern. Auch ich werde mich diesem mal stellen, aber aktuell noch nicht. So einfach aus der Angst, selbst dann ausgeraubt zu werden. So, wir gehen hier runter in die Lobby. Die Lobby ist schon safe, die Ebene 1 auch, die Ebene 2. Und wir gucken nochmal in die Ebene 3. Ich habe noch kein C4 gefunden, ich vermute aber nach wie vor, dass es das auch nur in den hochrangigen Dingen gibt, wenn man hier das Notfallprotokoll aktiviert. Hier habe ich auch noch nichts, oder? Kann man hier, kriegt man das hier? Granatwerfer, ja. Würde mich zwar auch alles mal reizen, aber Shopper first und dann geht es auch weiter. So, okay. Grüne Dings haben wir hier schon geöffnet. Ja, was soll man so sagen? Es ist ein paar Sachen habe ich schon mitgenommen, eben Motorblock und so. Es war jetzt nicht die Monsterauswahl. Und ja, wir machen mal hier kurz einen Screenshot. Und öffnen hier dieses Überlebenspaket. So, was haben wir hier? Haben wir nochmal ein bisschen Rüstung. Die könnten wir auch direkt anlegen, weil nämlich meine alte nicht mehr so berauschend war. Wobei, wir wollten ja hier mal diesen Pullover anziehen. Das werden wir auch machen. Oh, das ist eine ungeheuer fast wie es anderen und der schöne, wenn man die festhalten. Jo, wir haben gar keine Nahkampf haben wir uns mitgenommen. Warum kämpfen wir uns den Weg da frei? Das hilft ja auch alles nichts. Das wird ein bisschen eng. Wir sollten mal hier
Dann wird dann erstmal so sehen, weil es wird ja auch jede Menge Tickets geben. Aber wir gucken mal. So. Der Zauberer ist unterwegs. Ab in die Ebene 3. Es weihnachtet noch sehr, zumindest hier da ja. Rinnen die Masse und der Attacke. Das heißt, wir haben eine Nahkampfwaffe. Dann schauen wir mal, was die uns hier so bringt. Immer noch natürlich auf der Suche nach Bodencoupons. Ja. Oh, das geht aber gut ab hier mit dem Ding. Muss man ja wohl so sagen. Hab ich hier überhaupt Schaden erlitten? Ein bisschen. An dem Großen will ich das natürlich aber auch nicht probieren. So, mal einen Trunk. Aber hier haben wir doch gleich nochmal die Chance. Vielleicht mit einem One-Shot. Die Hit ist natürlich schon, das hat was. Ja, das für die rastet richtig aus, wenn man da ordentlich aufhämmert. Das ist nicht schlecht, die Waffe, muss ich sagen. Ultimative Zauberstab. Ach nee, das ist jetzt nicht so. Kriegt man auch recht gleich produziert. Braucht man jetzt auch nicht. Aktuell sind wir das noch nicht so oft. So, was haben wir hier? Oh, ein Heilungspack. Das sollten wir zwar mitnehmen, aber passt aktuell nicht rein. So, jetzt kommt uns ja schon der erste entgegen hier und den werden wir mal. Und es passt nicht hin. Das ist bedauerlich. Noch 10. Nein. Hilft ja alles nichts. Wir wollen das rote Kupönchen mitnehmen. So, komm her. Schauen wir, was uns hier erwartet. Ansonsten geht es ja gleich weiter mit dem Vernichtungsstab. Oh, noch ein roter. Hier geht's aber ab mit den roten Coupons. So. Der Stab der Fan. Achso, wir müssen hier noch das Geschütz ausschalten. Geschütz ist ausgeschaltet. Pistole, Mensch, ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Stuff. Tja, bleibt abzuwarten. Wir müssen erstmal hier noch ein paar Zombies. Umhauen. Also manchmal ist es 50 und manchmal ist es 150 als Hit. Das ist natürlich auch gewaltig. So. Jetzt haben wir hier drüben auch noch ein paar, die wir umnieten können. Ja, 150er Hit ist natürlich. Das geht ab. Das geht ja richtig ab. So, Pistole. Wieder ein rotes Kupönchen, das ist auch schön.
So, Leute. Und gleich können wir eigentlich noch. Ah, hier haben wir natürlich auch wieder das Problem, dass wir Stuff mitnehmen müssen, den wir gerade gar nicht. Keinen Platz haben. Was sagt denn hier mein Anzug? Der ist noch ganz gut. So, okay. Gehen wir mal weiter, hier kommen ja noch zwei, beziehungsweise ein Giftschleuser, glaube ich, sodass wir hier noch ein bisschen ich kann eh nicht anders, oder ist es alle drei Hits 150, das ist natürlich auch gut. Zwei. Das muss also Zufall sein. So, jetzt passt hier auch wieder mehr hin. Dann können wir nämlich nochmal Fleisch holen. Wir können jetzt mal die Dinger hier nehmen. Jetzt kommen wieder die Zombies. Zwei war echt schlecht von den Tickets her. Da gab es nur blöde Tickets, muss man sagen. Und hier gibt es aber Gummiteile, ja, aber Pistole ist mir dann noch lieber. Wobei die hier fast gar nicht mehr reichen wird. Genau gereicht sogar, wow. Okay. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Die Pistole sieht auch gut aus. Mit Schalldämpfer, mit erweiterten Magazin und mit Laserpointer und mit Aufsatz. Das ist cool. So, hier haben wir nochmal das Ding, was wir hier deaktivieren. Das Aluminiumdraht kann man schon mal mitnehmen. Die klingt ja auch cool. Und 24er Schaden. Piu, piu, piu. Staune, dass der das überhaupt mitgekriegt hat. So, die nächste Kiste. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Glühbirnen sind eigentlich auch wichtig. Na gut, okay, die Schalldämpferpistole packen wir gerade wieder weg. Wir müssen jetzt hier noch drei andere Ansatz umnicken. Muss man hier nochmal das einfach festhalten, weil das, auch was ist denn das jetzt hier? Weil, also wie schnell der auch wirklich diese Dicken hier killt, das ist echt. Das ist echt genial, muss man sagen. Also diese Waffe, puh, gefällt mir. Gerne so kostengünstig, naja, kostengünstig ist es ja noch nicht wirklich, aber gerne so lassen und mehr davon. Dann killt man schon mal diese da mit Two Hits, das ist ja auch eigentlich schon ein Ding der Unmöglichkeit.
Ja, also, ich muss sagen, wirklich eine coole Waffe. Und reicht relativ lang sogar. Ist nicht so, dass sie jetzt rapide schnell kaputt geht. Das gefällt mir echt gut, muss ich wirklich sagen. Piu, piu, piu. Die gefällt mir auch sehr. Es wäre auch cool, so eine unkaputtbare Waffe mal zu finden. So als Special-Belohnung oder was, wo man immer, dann hat man natürlich schon diesen Vorteil. Das ist dann auch nicht mehr so prickelnd. So. Ja. Was sagt ihr zum Zauberstab? Also der Zauberstab muss ich wirklich sagen, gefällt mir gut. Two hits on down, das, so muss das sein. Und nur rote Tickets, das ist auch gut. Oh, hier auch nochmal eine Pistole. Sagen, wir müssen noch die andere rein, aber was machen wir jetzt? Nehmen wir da oben noch rein. Ja, machen wir. So. Sind wir auch wieder aufgefrischt, das ist auch gut. Nochmal ein gelbes Ticket. Ja, der Rest war jetzt nicht so prickelnd, aber gut. Manchmal hat man hier auch schon was Cooles drin gefunden. Oh, eine Machete. Also die Waffen haben wir aber auch gut. Gut zugelegt. Ich werde mal noch mal schnell den anderen Raum da fertig machen. Die gehen ja eigentlich relativ schnell down. Mal schauen. Nein, das war jetzt nicht so. Achso, und wir haben ja hier oben. Ach, hier kommen wir auch bloß zu diesem Raum. Das bringt uns jetzt nicht viel. Ja, wir haben ja jetzt hier noch einen dicken und dann sind ja da hinten auch noch ein paar dicke. Das heißt, naja, ist schon in Bewegung. Also mal kurz noch die Waffe wechseln. Für den Fall das. Diesmal nur ein gelbes Ticket, das macht aber nichts. So. Ich glaube, es auch noch die Waffe, da müssen wir auf jeden Fall erstmal hin. Hier kommen wir nur, wenn das Sicherheitsprotokoll aktiviert ist, hin. Ah, siehst du, den großen können wir sogar von hier schon ausschalten, das ist auch gut. Nein, hier war es nicht.
Jan war auch nochmal. Dann haben wir ja schon alles durchgelootet, was hier eigentlich so durchzulooten geht in der Ebene. Hier ist nochmal das und ein rotes Ticket. Also das hat sich da definitiv gelohnt. Ich muss bloß nochmal gucken, waren jetzt hier irgendwo, wo war hier die Waffe? Oder war die doch woanders? Ah, ich befürchte fast. Ja, dass sie noch vorher war. Dann wird die noch hier unten gewesen sein. So, gut. Also, wie gesagt, lasst mir hier euer Feedback da, was ihr von dem Stuff hier haltet und ob ihr eben auch schon mal bei der Plündermission aktiv wart, und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Hier geht es natürlich, hier war sie drin, zack. Hier geht es natürlich auch wieder weiter mit neuen Episoden. Aber zunächst erstmal die hier. So, von daher viel Spaß und vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Kinky. Tschö, tschö.